Ah, so, okay. Ich bin müde. Noah ist müde, aber wir streamen trotzdem. Hat jemand ein Bett für mich? Ich So. sollte Tibi fragen, die hat immer ein Bett. Machen wir hier kurz Musik an. Die Musik. Mach die Musicbox an. Musik. I got your feeling, feeling night. Okay, das war seltsam. Ja, gut, der Noah Schon spinnt lustig, ich wieder hab mal, mich kein gecrackt Wunder. gleich. So, der Noah hat meinen Kuchen aufgefressen, kein Wunder. Hä, was? Ich hab seinen Kuchen gar nicht aufgefallen. Der Noah gibt's nicht mal zu, kein Wunder. Ich Auch hab seinen. giftiger Rasen. Nein. So, Vielleicht. wächst das Gras hier langsam mal runter oder wie ist das? Braucht irgendwer cooked chicken? Cocked chicken? Braucht irgendwer einen Hasen? Ein Hasen. Ja, weil ich habe ein paar gefangen. Ja, gerne, Um gerne. deine Sammlung zu vervollständigen, Peter. Ja, ich bräuchte den Hasen. Dann kommst du rüber und holst du halt. Mit was kann man die anlocken? Karotten. Karotten, Das perfekt. wäre ja auch logisch Ich habe in mir dem. übrigens, Ja, weil Pferde kann ich man auch Hasen nicht mit gefunden Karotten habe. füttern. Übrigens, weil Ja, ich bei Hasen Hasen ist füttern. es Darf ich jetzt auch logisch. sein? Nein. Peter, weil ich Hasen Schnauze. gefunden habe, habe ich mir von dir ein paar Karotten genommen, dass ich welche züchten kann. Kein Problem, Regen, wir teilen immer Ich habe es brüderlich. ja wieder angepflanzt, also Ja, wir kann ich teilen auch schon alle dein. brüderlich, wir sind alle. Hast du ja auch schon deinen Marktplatz dran gesichert, Regen? Nein, Habe hast du ich nicht. gesehen, ja. Ja, mein Aber hast du Marktplatz. den Marktplatzstand gesichert? Nee, noch nicht. Willst du sicherlich irgendwann was verkaufen? Um Geld zu machen? Wie zum Beispiel. Welches Geld? Ja, hier. Okay, ich verkaufe eine verzauberte Angel mit Haltbarkeit 3 am Glück des Meeres 3, die noch keinen Kratzer abbekommen hat, obwohl ich sie schon 10-mal genutzt habe. Gut, dass die Hasen hier aus dem Käfig einfach rausspringen können. Das erleichtert mir, das brauche ich nicht die Tür öffnen. Ja, die springen da raus, ich weiß. Hast du gerade alle mitgenommen? Nein, drei. Irgendwie, ich wollte nur, ich habe nur zwei Drei eigentlich von genommen. fünf. Irgendwie habe ich nur zwei genommen und einer ist dann noch vom Himmel gefallen. Einer ist vom Himmel. Ja, keine Ahnung, ich habe zwei Ich denke immer. rausgenommen, plötzlich Ich war noch denke. einer da. Ja, den Hasen, den habe Das ich bei Pete, mitgenommen. das Jetzt bei wollen die Peter immer dich, geh ein weg, geh Tier. weg, jetzt wollen die dich. Ich habe nicht mal eine Karotte. Ja, und trotzdem sind sie Oh. jetzt auf dich fixiert. Das sind auch eigentlich meine gezüchteten, oder? Das heißt, die sind automatisch auf Mix. Müssen die nicht automatisch mir nachfallen? Wie, du hast sie doch noch nicht gezähmt, oder? Hast du sie gezähmt? Teilweise, vielleicht sind es die Geh mal weg, geh mal weg. verflucht Wenn entstanden sind. du da bist, dann. Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall die eine. Ja, toll, jetzt hast du ein Baby gemacht. Ja, die rennen alle hier noch. Ja, okay, ich habe noch zwei, die kann weiter züchten. Wieso können die da raushüpfen? So, ich mache hier gerade meinen Marktstand und Die zähmt man doch mit Karotten, oder? ich sag euch, meine Ja. Angebote sind nicht Nee, keine billig, Ahnung. ja. Kann man die überhaupt zähmen oder sind die einfach nur da? Ja klar, eigentlich müsst ihr nachnehmen, wieso rennen mir meine nicht mehr nach? Oh, der Aber Peter wollte ist ich online. mal, wer wundert, wieso bei mir hier so ein Krater mit Kisten ist. Nachdem mir ein Creeper mal meine ganzen Kisten hochgejagt hat, habe ich einfach ein paar Kisten eingesetzt und alles reingeschmissen, also. Erwartet nicht, dass irgendwas sortiert ist. Und ich habe ein wildes Skelettschädel. Ergattert. Boah, so ein Lacker, das gibt's, ne? Das ist unglaublich. Ich. Dann können wir ja bald den Wither besiegen. Ich Ja, habe und einen ein. Beacon-Block Und ich machen. habe. Ich habe Ja. ein Eistrappen Plünderung 2 und war 2 Stunden in Nether und habe ein Schädel bekommen. Das ist nicht unbedingt Lucky. Ein Plünderungs 2 Schwert. Wo bin ich denn Stimmt. eigentlich hingetan? Dragon ist schlecht. Das ist gar kein. Oh Mann, jetzt muss ich mir mit der Hand den Stein abbauen. Schnauze, Dragon. Habt ihr gewusst, dass eine Seerose als Schatz gilt? Beim Angeln. Ja. Ich nicht, ich dachte, das wäre Trödel. Und ich habe einen Okay. Sattel gefischt. Yay. Wir schmeißen bitte den Sattel ins Wasser.
Seepferde. Oder Seepferdbesitzer. Ha! Oh, der war gut, der war gut. Ja, danke. Ja, danke. Der kam ja auch von mir. Kann es sein, dass keine einzige Person auf dem Server netter Warzen hat? Nein, ja, kann sein. Ist so. Weil ich war auch danach noch, oder davor, bevor ich den Widerskelettschädel gefarmt habe, sag ich jetzt mal, bin ich 2 Stunden durch den Nether gelaufen und habe keine einzige Festung gefunden. Bei mir steht ja da gar keine Zahl, wie viele Zuschauer sind. Irgendwie ist das blöd. Ja, ist auch vielleicht noch keiner, keine Ahnung. Ja schon, aber da steht gar keine Zahl und ich schaue ja zu und Peter schaut ja zu, also müsste ja theoretisch eine Zahl dastehen. Oh wow, ich seh dein Stream, oh mein Gott. Da so. Sind die Häschen. Ich sehe die Häschen. 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 Aber ich wie sehen die aus deinem Texture Pack eigentlich aus? Die sehen süß. Voll süß und knuddelig und weiß. Ja, weiß. Naja, mehr oder weniger weiß. Ah, jetzt steht eine Zuschauerzahl. Ja. Wow. Noah, glücklich! So. LOL! Alter Vater! LOL! War Dragon! Alter Vater! Was ist jetzt passiert? Meine Kiste mit den Eiern ist voll! Lass mich doch irgendwas ist passiert! Welche Eierkiste? Ja, ich hab hier so eine Hühnerfarm und da ist eine Eierkiste und da die ist voll. Alter Vater! Das wundert dich, weißt du, wie viele Eier die legen? Alter Vater! Ich hab mir bei Noah ein paar Eier. Wie willst du dir? Hey, wie willst ich hab du mich zu den Eiern in das Ding da reingestellt und zu den Eiern, ja. Zu den erwachsenen Hühnern. Weil ich sonst keinen Huhn bekommen hätte und jetzt habe ich 2, wow. Gleich so viel, jetzt übertreib mal. Ich hätte sagen können, wo noch Hühner sind. Ging schneller. Das wäre schneller gegangen. Hat jemand eine Ahnung, wie man schnell XP bekommt? Quarz? Sehen wir so Pfeile. Quarz. Okay. Quarz! Jetzt muss ich dann halt schauen, ob die Zombie-Pigments. Du kaufst jetzt erst eine teure Quarzuhr und dann. Okay, krass. Kann irgendwann mal in den Nether reinschauen und schauen, ob die noch aggro sind. Ich habe in den Nether reingeschaut und die sind nicht mehr aggro. Okay. Weil heute hat mich einer umgebracht. Schade. Wo ich nicht mal mitbekommen habe, dass da einer da ist, ohne dass ich ihn angegriffen habe. Und ich hatte volle Herzen und volle Rüstung und war nicht tot. Gut. Darum habe ich dann auch Peter angeschrieben. Peter, so, ich muss jetzt meine Farm bauen. Ja, Farm bauen. Braucht irgendwer Leder oder Kühe oder irgendwas? Kuhbezogenes. Peter hat cool. Hat cool. Ja. Ich bin cool. Haha, er hat coole. Ja, und ich habe ein Level 30er Zaubertisch. Alter, WTF, warum? Ich habe Kühe gezüchtet für Leder. Du willst nicht wissen, warum hast du es nicht im allgemeinen Raum gespendet? Weil ich nicht wusste, dass es einen allgemeinen Raum gibt. Ja, da kann man vielleicht erstmal nachgucken. Hallo Kenshin. Ich habe selber einen Zaubertisch gehabt und habe mir gedacht, mache ich halt einen Raum. Der steht jetzt unten bei meiner Farm unten. Kenshin ist da, begrüß ihn gefälligst. Hallo und Kenshin. Ignoriert ihn nicht einfach. Ich hallo Kenshin. Ja, Arschgeigen. Sag der Richtige. Hey! Das muss ich mir von einem wie dir nicht sagen lassen. Alter Vater, sind hier viele Hühner! Hat irgendwer was Fischbezogenes? LOL! Nein! Fisch. Wenn das jemand brauchen würde, dann tu es in
Mach dir einen Marktstand und mach da die Sachen. Frage ich ja. Ob sich das auszahlt, ob ich Fisch bezogen habe. Was heißt auszahlen? Wir machen alle nur einen Marktstand, weil es lustig ist. Ja. Hey, ob da überhaupt irgendwas braucht und was sinnvoll ist. Weil's man, kann ja, man kann ja später mit wertvolleren Sachen handeln. Ja, Kenshin, ich eskaliere, weil die hier so unnett sind und so unsozial. Nett. Das geht gar nicht. Ja, böse. Alter Vater! Die sollen aufhören, Eier zu legen, das ist unmenschlich. Ich glaube, wir sollten wieder schlafen gehen. Schnauze, ich bin gerade unter. LOL! Schnauze. Wie die Eier legen. Wie viele Fischarten gibt es? Vier. Vier, das ist die vierte. Achso, ja, Clownfisch, Kugelfisch, Lachs und okay. Normaler Fisch. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Clownfisch gefangen. Normaler Clownfische sind extrem selten. Normaler Fisch, das ist ein übelst, das ist das, der ist anerkannt, das ist der anerkannte Name für die Fischart. Kann jetzt mal schlafen Fisch. Gehen? Nein. Ja, ich bin gerade dabei. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich lieg schon dran. Ich bin auf dem Weg und ich muss zu dir, Peter. Was, du willst zu ihm ins Bett? Ja, ich hab kein Bett mehr. Ich hab das zu Peter gestellt. Alter, wie die hier Eier legen. Peter. Das ist unmenschlich. Ja, nein, ich will nicht meine Tür verfeuern. Nicht. Hier sind Monster in der Nähe jetzt nicht mehr, jetzt geschlafen. Geschlafen! Und nein, Kenshin, ich glaube auch nicht, dass wir noch Hühner züchten müssen. Oh, alter Vater. Das war eine schöne Nacht, gell, Peter? Alter Vater. Bei dir leckt es genauso wie bei mir. Es leckt. Die sollen aufhören, Eier zu legen. Vom FPS her. Also deswegen. LOL. Karotten essen bringt sich voll, die halt 1,5 Herzen. Ja, aber früher, nicht haben mehr früher haben die mehr gegeben. Karotten. Ja. Karotten gibt's ja gar nicht so lange, oder? Ja, aber seit der 1.8 wurden. Seit der 1.8 wurden sie genervt quasi. Alter. Alter Vater, boah, Alter, so viel. Alter! Oh. Peter eskaliert. Wow! Alter, nee. Wie viele Hühner hast du? Ich hab grad ne Ga. Ich feuer grad kistenweise Eier. Okay, das was ihr mit Hühnern habt, hab ich hier mit Kühen. Ich werde jetzt meine Hühner auch noch ein bisschen ausbauen. Einfach um es wirklich zu übertreiben. Nee, das ist echt unglaublich. Bin ich hier der einzige mit Creeper-Problemen eigentlich in der Gegend? Ich meine, hier gibt's so. Nein, die explodieren bei uns auch genauso schnell. Ja, überall sind die Krater. Ich hab den Ender mal gefunden. Bleib ich ja da, ich will schlafen. Ja. Siehe unsere Höhlenfolgen. Aha. Also, das Plünderung bringt sich echt viel bei Endermännern. Ich hab grad 3 Enderperlen durch einen Enderman bekommen. Freu dich. Jupp. Werde ich machen. So, jetzt Hühner. LOL. Alter, bei mir sind aber genauso viele Alter, Hühner. Das gibt's nicht, das ist unglaublich. Da fragt's gar nicht mehr. Wieso, was ist denn, Peter? Ich hab gerade eine Kiste Hühner, eine Kiste Eier verfeuert und noch, ich glaube, eine Doppelkiste war es sogar insgesamt. Da unten bist du. Die Sounds buggen alle so. Boah. Ja, das ist normal, wenn Junge. Junge! Ich baue jetzt eine Hühnerfarm unbedingt. Oh ja, ich sag dir, die zahlt sich echt gut aus. Hi Dragon, schau mal hier rein. Hast du mich gerade geschlagen? What the fuck? Oh, ich muss hier rauskommen. Was, wieso schießen sie durch die Gegend? Die sammeln sich schon in den Ecken. Ach so, Hühnerkreisel, ja. Nein, nicht! Ich hab eine. Alter! Peter! Noah! Ich komm mal zu dir, ich möchte sehen, ob das bei dir mehr oder weniger ist als wie bei mir. Peter, hast du nicht mal gemeint, du brauchst einen Helm mit Atmung und so? Ja. Ich hätte nämlich einen Helm mit Atmung 2, es war eine Lederkappe, eine halbwegs kaputte, aber die habe ich mal durch den Drop bekommen, eh schon so lange. Okay. Cool. Hallo, so, Peter, hallo. Ich komm mal zu dir. Wo sind die?
Sammelt die Ballen sich in den Ecken. Okay, wie viele sind das? Wie viele sind das? Ah ne, kein Foto machen. Wie viele eBay, sind eBay, Booker, Entrance, Weltkultur. Oh, er hat es auch. Er hat den das Weltkultur über. Ja, er hat es auch, auch gefunden. Wo steht das? Da beim Markt rechts. Nee, wo steht das, wie viele Monster da wo, irgendwo sind? Wie viele Mobs? Wie viele Mobs? Jetzt ist mir schon wieder ein Hase ausgebüxt. Naja, Peter, komm mal mit mir runter in meinen Keller. Ach, ich glaube, ich hab's gefunden. Ich glaube, es sind 171 Stück. Alter Vater. Ja, komm mal mit. Ich habe 171 Hühner da drin. Okay. Gut, schau mal, wie viel es bei dir sind. Lol, ich habe Huhn mit Eiern abgeworfen und es hat Herzen bekommen. Das Blöde ist, bei mir verteilen sich die über einen größeren Raum. Ich hab die Tür gar nicht aufgehen hören. Reicht das, glaubst du? Da kannst du 45 Sekunden atmen damit. Okay, krass. Ja, passt doch. Schau mal, wie viel es bei dir sind. Ich geh in die Tür rein. Links, hier, hier. Nein, nicht die. Die hier. Nein, sie entfliehen. Okay, du hast 100, ja, 100, ungefähr 135 Hühner. 137 Stück. Also weniger als ich. Ich habe gerade Doppelkiste Eier verfeuert. Sie packen mehr rum bei mir als bei dir. Bitte. Hey. Und ich habe sie auch schon ewig lang nicht mehr gezüchtet. Vielen Dank, Dragon. Ob was kann Wasserarbeit übertragen werden? Alter. Oder Wasserläufer so. So. Auf Schuhe wahrscheinlich, oder? Wasserläufer, was ist denn Wasserläufer? Seit wann gibt's das? Dass du unter Wasser schneller bewegen kannst. Ach so. Die Zeit ist einfach zum Dach. Ja, oh, stimmt. Jetzt brauche ich einen neuen Helm für den. Okay. Jetzt brauche ich am besten ein Design für eine beziehungsweise ich hatte ein Design für eine automatische Hühnerfarm gesehen. Und das würde ich jetzt nachbauen. Alter, also das mit den Hühnern. Wo ist denn meine Place? Okay, ich schau mal kurz hier nach. Das ist unglaublich. Was denn? So bescheuert, die Hühner. Achso, weil das so viele sind jetzt. Ja, irgendwann habe ich so viele Hühner, dass es genau dasselbe passiert wie bei Peter jetzt. Aber in einem deutlich größeren Bereich. Dass sie alle in der Ecke hängen oder was? Ja. So. So, jetzt bin ich mit dem Feuerzeug irgendwie. Chibi ist wohl am Schlafen, Kappa. Oh ja, wahrscheinlich. Habe ich nicht gestern noch gesagt, sie soll nicht wieder einschlafen? Ja, aber sie kann ja nicht den ganzen Tag geschlafen haben. Obwohl bei Chibi. Ich glaube, die Hasen müssen jetzt mal umziehen. Er hat doch irgendwo noch Wolle haben. Juhu! Eisen. Mir ist gar nicht aufgefallen, wie weit du gespielt hast, Dragon. Wann hast du denn so viel gespielt? Heute. Echt? Okay. Ich mach mal auf die Suche nach einem Stronghold. Warum jetzt schon? Weil ich Ende Augen hab. Achso. Aber der Ender Dragon wird trotzdem zusammen besiegt. Okay. Peter schon, aber ich würde es schon mal finden und die Januar. Koordinaten aufschreiben. Peter, du verkaufst Striche. Ja, nee, da kommt noch was hin. Okay. Wie willst du das editieren? Ich baue das Schild nochmal ab und dann baue ich es wieder hin. Voll unnötig. Ich wollte mir nur das Design schon mal festlegen. Toll. Ich habe mir übrigens extra ein Bett mitgenommen. Das nicht heißt, ja, jetzt können wir nicht schlafen, weil Dragon auf Stronghold-Suche ist. Finde ich super, Dragon. Like a Dragon. Gefällt mir. So. Alter, nein, die kommen hier doch raus. Oh, hast du auch einen Kompass, Dragon? Wozu? Damit du wieder nach Hause findest, scheiße. Ich habe Orientierungssinn, ich brauche keinen Kompass.
Fangen wir mal einen Orientierungssinn aus, ich. Ja, ehrlich. Wieso zerbricht mein Boot in Sand, also? Selbe Frage. Wahrscheinlich finde ich jetzt auch noch einen Wassertempel auf dem Weg. Alter Vater! LOL, die Hühner! Die spielt Baseball da drin! Ich hab Savannen in der. Die Hühner. Boah, schaut mal im Stream, bis das gleich übertragen ist. Das ist. Alter Vater! Nee, ich dauert mir zu lange. Ich muss erst Play drücken, Ben. Nordosten von uns ist anscheinend irgendwo in der Stream. Bleib mal drauf auf den bei den Hühnern. Die. Die kegeln sich gegenseitig mit Hühnerbällen um. Sumpf. Ah, okay. Alter Vater. Ich hoffe, das ist nirgends unter Wasser. Das sieht aus wie Ping-Pong, ey. Ja, Ping-Pong, das ist. Aber die chinesische Variante super schnell. Boing, boing, boing. Boing. Alter Vater. Okay. Fuck, wie groß ist das Meer hier? Ich dachte, ihr habt kleine Biome. Ja, trotzdem ist es ein bisschen. Naja. Meere können halt auch mal. Mehr ich sein. Hab 32 Chunks, wenn dann nur 16 oder Wasser. Und Mini-Inseln. So. Von Mieren kann halt auch mal mehr da sein. Ach, das ist das, oh. Ach ja. Oh, ich muss jetzt. Alter, dieser Tür! Ich habe was gefunden, was ich mir merken muss. Warum habe ich eigentlich die Hühner jetzt schon da alle reingesteckt? Das ist eigentlich Blödsinn. Naja, ist ja egal. Ich glaube, ich kriege demnächst genug Eier. Ah, ja. Was? Glaubst du wirklich? Für die Eissorten braucht man Silk Touch, oder? Ja. Für beide. Ja. Ja. Ich sollte mich mal schlafen legen, ich oder? Ich baue jetzt einfach mal ein Design, ein Hühnerfarm-Design nach. Ist ja völlig egal. Brauchst du eigentlich gar nicht. Ich hoffe, es funktioniert. Oder wer? Brauchst du nicht schlafen legen? Ich meine, ich arbeite an meiner Hühnerfarm. Oh, meiner Seite auch schon. Ich will nicht in der Nacht rum eiern müssen. Tja, Pech. Tja, Pech. Einfach mal voll assi sein. Yo. Yo, ich bin der Joe. Ja, servus. Also, wie gesagt, ich baue jetzt einfach gerade mal was ab. Einfach. Könnt ihr euch schnell ins Bett legen, bevor bei mir irgendwelche Monster spawnen und ich mich dann nicht mehr hinlegen kann? Leg dich halt schon mal hin. Hab ich ja schon. Nee, dann liegst du ja. Ja, und wenn dann ein Monster in der Nähe ist, wenn ich schlafe, dann werde ich wieder rausgeschmissen. Hab ich schon mal gehabt. Oh, warte, ich muss zu Peter. Ja. Peter, ich komme. Früher war dann noch so, wenn es zu dunkel war, ist ein Monster neben dir gespawnt, anstatt dass du gar nicht erschlafen kannst. Ja, das so. Oh Mann, das ist sehr witzig in geschlossenen Räumen. Das müsste ich eigentlich mal machen, wie Peter damals in einer seiner Schatzkisten gemacht hat. Einfach zurückreisen quasi in die alte Zeit. Okay, was? Du bist doch mal in irgendeine Alpha oder Beta gegangen und. Oh ja. Alpha. Bin ich ja. Hab ich und hast das dann einfach gespielt? Nein, ich habe die In-Dev getestet. In-Dev ja, oder? Noch behindert. Ach ja, die In-Dev hast du. Ja, aber das Betten gibt es erst seit der Beta und Wölfe auch zum Beispiel. Ja, ja. Wobei die hatten ja mal überlegt, dass sie Crying Obsidian einführen, was eigentlich das machen sollte, was jetzt das Bett macht, nämlich ins Baumpunkt setzen. Warum weint es? Ich habe keine Ahnung, wie die auf den Namen gekommen sind. Ach man, ich vermisse Hebi. Oh ja. Hey, was macht das Hühnchen hier? Wie sind die hier hochgekommen? So. Okay, werden wir mal hier. Ich baue jetzt wie gesagt einfach nur dieses Design mal nach. Das könnte jetzt etwas langweilig werden, aber ja. In der Zwischenzeit aber ja. Seht ihr ein Video von kleinen Kätzchen. Ja, kleine Kätzchen. Das hat mal irgendwer gemacht, aber ich weiß nicht mehr wer. Zeppling hat mal für eine kürzere Zeit als Outro immer Kätzchen gehabt. Ja. Oh, was wird's? Oh, Tibi! Hi, Tibi! Schön, dass du wieder da bist, Tibi. Schön, dass du unseren Stream gefunden hast. Jetzt geht's mir besser. Joa, geht's jetzt besser. Jetzt hat er wieder Elan. Und einen Grund, dass er irgendwas tut. Ach, ich tu doch sowieso nie was.
Deswegen. Ein Werfer ist doch ein Dispenser. Ein Dispenser oder ein Dropper? Werfer. Was ist was? Ich weiß nicht. Also im Default, ich schau mal einfach im Default Pack, ob der, weil die haben ja beide Unterschied. Ach nee, das ist der Dispenser, ich kenne die. Ja, okay, das ist der Dispenser. Ja, ist der Dispenser. Ich hoffe, das Design funktioniert. Das könnte höchstwahrscheinlich eh nicht. What the fuck war das gerade? Okay. Ach man, ich finde 4 Wölfe und dieses eine Mal habe ich keine Knochen mit. Sonst habe ich immer Knochen mit. Ach nee, Wölfe. Das erinnert mich jetzt an die Adventure Map. Jetzt bin ich wieder tief. Ja, mein Boot schießt auch weg. Scheiß Adventure Map. Jetzt geht's mir auch gleich besser. Was kann die Adventure Map dafür, dass Pete deine Hunde getötet hat? Nicht nur einen. Den anderen, okay, der andere hat dich getötet, stimmt. Ach ja, oh, Peter, warum musstest du das machen? Mensch Peter. Mensch Peter. Mensch Markus. Ja, das war erst eine Serie. Ja. Und eine gewisse Person. Ja, nee. Aber ich glaube nicht, dass irgendwer Mensch Markus heißt. Ja, nicht Mensch Markus, ja. Ja. Aber. Ich fand eigentlich Mensch Markus immer okay als Serie so. Okay, ich hab aber. Ich habe wirklich geschaut, weil es meinen Namen trug. Mensch? Ja, ich heiße Mensch. Markus Mensch. Ich weiß gar nicht, welchen Namen du jetzt von den zwei meinst. So. Ist Noah Org oder was? Noah.org, ja. Nee, mit C. Ja, das ist. Ich schaue ja der Ringe nur gerne, ich bin kein Org. So. Du bist mutiert. Ach ja, Herr der Ringe, da, das ist das so richtig so eine Nadelspitze, oder so ein Berg. Ganz Herr der Ringe habe ich immer geguckt, als ich 12 war. 12. 12. Ja, meine Mutter so, ja, das ist ab 16, aber. Ich bin schon an der Stronghold vorbeigeschossen. Das ist echt ab 16? Wusste ich nicht. Ja, Herr der Ringe ist ab 16. Wie geht es euch? Uns, mir geht es prima. Wo ist das Auge? Jetzt, wo du da bist. Erstmal Schleim. Fuck, überlebe ich das, überlebe ich das. Oh mein Gott, ich nähere mich. Au, nein! Au. Au. Ich brauche den Helm wieder. Jetzt bin ich tatsächlich. Jetzt bin ich bei tatsächlich bei meiner da. Tralali und tralala. Die Welt ist einfach so wunderbar. Und jetzt weiß ich, wofür ich mal Lava-Eimer geholt habe. Genau für diesen Moment. Und Lava einmal. Lava nicht. Genau für diesen Moment habe ich mir mal Lava besorgt. Lava. Oh, du hast es dir besorgt. Ja, habe ich. Ja, der war jetzt flach. Was? Ich mache nie flache Witze. Nein, macht er wirklich. Außer jetzt gerade. Kann man nicht immer einfach in Sand reinrasen, ohne dass das Boot kaputt geht? Nein. Ging das? Nein. Oder dass das Boot droppt oder irgendwie so. Sand hat doch mal irgendwie so eine Fähigkeit gehabt, dass das Boot nicht gleich kaputt geht. Ja, irgendwie nicht. Doch, hat es. Wie geht es denn dir, Tibi? Das habe ich ganz vergessen. Tibi. Tibas. Nein, du bist. Wir sind hier nicht bei League of Legends. Der verwechselt das immer. Das ist so ein ähnlicher Grafikstil. Das und ähnliches Gameplay. Ja, Microsoft hat das halt verändert, ne? Jetzt sieht League of Legends wie Minecraft aus, oder wie? Nein, Minecraft wie League of Legends. Ja, die wollten halt aus Minecraft. Die wollten halt schon lange mal einen MOBA rausbringen und jetzt haben sie einfach gesagt, ja, wir machen jetzt MOBA-Craft. Daraus ist Minecraft. Also, daraus ist es. Deswegen, ja. Gut. Was du noch mehr aus denn erzählst. Ja, das Ey, das Boot hat einen eigenen Willen. Ja, zum Beispiel, es mag dich nicht. Es rennt in mich rein und fährt weiter. Okay. So. Jetzt okay. Ist es im Prinzip fertig. Es muss nur noch ein bisschen. Mir geht's gut, danke. Das freut uns natürlich.
Ich hab irgendwie Pech mit den Enderaugen, mich da springen gerade alle. Oh. Leckt's gerade? Peter, ich meine, das tut mir leid. Ich kann nicht ins Boot steigen. Dragon, ich muss echt sagen, das tut mir echt leid. Es tut mir so leid für dich, Dragon. Wieso kann ich in das scheiß Boot nicht steigen? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann es auch nicht kaputt machen, hä? Geh mal raus. Ach ja. Schwein kann ich töten. Aber also bei mir leckt's nicht. Ja, wo ist jetzt mal. Na toll, das Boot hat es voll angezeigt. Boote sind in der 1.8 verbuggt, ab jetzt. Ja, ich habe einen Bug rausgefunden, es ist 8 Meter weiter gestanden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Stronghold genau wie ist. Ich hab da so ein Gefühl. Genau da, wo ich noch was abbauen will. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, Antarktis und Sonnenblumen-Biom nebeneinander zu stellen? Uah. Der Minecraft World Generator. Mhm. Keine Ahnung, der Minecraft World Generator vielleicht? Das könnte sein. Ich meine, ich bin ja. Ja, nee, weil sie das ja eigentlich jetzt gemacht haben, dass. Ja, das ist logischer. Will mich das Spiel gerade verarschen? Ich schlag mein Boot und es schießt in eine Richtung weg. Dass es irgendwo dagegen knallt. Jetzt habe ich es nicht abgebaut, sondern gesprengt. Aber woran ich denn überhaupt bin? Nettes Boot. Hm, was? Nettes Boot. Nee, was er gemeint hat. Achso. Bitte? Was du gerade gemeint hast. Ich hab ne Idee, Leute. Wo ich den hinrenne, habe ich gemeint. Du hinrennst irgendwo... hier schon, wo ich hinrenne. Nein. Ich hab ne Idee. Die da wäre? Ich schau mal, ob es auf AskFM neue Fragen gibt. Hat irgendwer von euch schon Level 30? Ja. Nein, 27. 33. Man kann so Zeug verzaubern bei mir. Was für Schuhe trägst du meistens? Diese Frage hatten wir tatsächlich noch nicht. Willst du mich verarschen? Die Stronghold ist hier drunter. Und am größten Berg, den es gibt. In der Gegend. Peter. Bitte? Welche Schuhe trägst du meistens? Keine Ahnung. Halbschuhe? Ist da jetzt die Art oder die Marke gemeint? Ich schätze mal beides. Alter, ich hab grad eine lustige Idee. Oh ja, das werde ich auf jeden Fall. Warum sind hier immer Hühner? Mann! Ich glaube, ich habe die Stronghold gefunden. Wieso habe ich keine Schaufel mit, wenn ich eine Schaufel brauche? Hm, das ist jetzt blöd, ne? Hier passiert nichts. Gar nichts. Lol, doch, passiert schon. Nice. Nice. Alter Vater, das funktioniert doch! WTF? Geil! Was denn? Ja, das, was ich hier gerade gebaut habe. Alter Vater, kompakt. Quadratisch so, praktisch gut. Jetzt wäre es ganz praktisch, wenn ich Kohle auf dem Weg herunter finde, weil ich habe keine. Was denkst du über die Politik in deinem Land? Dragon. Ich habe jetzt mal dich ausgewählt, weil du Ausländer bist. Ausländer. Ja, Ausländer. Ich wohne nicht in Deutschland, ich wohne in meinem eigenen Land, also. Hä? Kannst du mich schwer Ausländer nennen. Yay! Was hast du bekommen? Was ist das? Das ist für Spitzhacker craften. Noah hat doch einen neuen Account. Achso. Ich dachte mir schon, der hat doch schon Diamanten oder so. Wie kommt der jetzt erst auf das? So. Ja, das Diamant-Achievement bräuchte ich auch noch. So, ich habe schon mal die Stronghold gefunden. Oh shit, Silberfisch. Ja, komisch. Das so, anscheinend scheint es zu funktionieren. Okay, folgendes. Wenn da jetzt aus diese Hühner groß werden und Eier legen, dann fließen diese Eier hier runter und lösen aus, dass der Dispenser die Eier in den Kessel da drüben, da drin schießt. Und wenn die Hühner ausgewachsen sind, dann touchen dann die Lava da und das Hühnerfleisch wird eingesammelt und kommt in die Kiste. Hat das nicht Noah genauso?
Nein, ich habe ein kompaktes Design aus dem Minecraft.de Forum rausgesucht. Ja, aber Noah hat's doch auch so vom Prinzip her. Ja, aber Noah hat ein riesen Zeug gebaut, irgendwie ganz kompliziert. Ja, weil ich es mir selber ausgedacht habe im Vergleich zu dir. Was heißt selber ausgedacht? Ich hätte es mir auch selber ausdenken können, aber das wäre nicht so kompakt geworden. Ich habe es einfach mal kompakt gebaut. Ja eben, du hättest es ja auch nicht kompakt bauen können. Ja, aber dann hätte es nicht da reingepasst. Und das sollte ja da reinpassen. So. Das sollte ja da reinpassen. Ihr habt mitbekommen, dass ich Stronghold gefunden habe, oder? Ja. Yay, freu dich. Aber tu am besten noch nicht so viel erkunden. Das Stronghold sollten wir schon irgendwie zusammen dann erkunden. Schreib denn die Koordinaten am besten auf. Du hast es komplett durcherkundet. Mhm. Es ist nicht wirklich groß. Ist wenigstens Endportal da. Ich habe noch nicht so alles erkundet, das suche ich eigentlich. Okay, immer. Das Endportal nicht aktivieren. Ja, nee. Ich kann ja mal das eine Endauge, das ich habe, reinschmeißen, aber. So, und wenn jetzt diese Hühner wieder einen Haufen Eier legen, dann kommen die hier rein. Darf ich zumindest den Silberfisch-Spawner töten? Oh, nee. Am besten nicht. Der Creeper hat schon gemacht. Du darfst gar nichts machen. Was? Oh, Dragon, jetzt haben wir einmal eine Festung hier auf dem Server, beziehungsweise es gibt 3 pro Welt. Und jetzt explodiert ein Creeper da drin. 2 Creeper, um genau zu sein. Oh Mann. Ja gut, es gibt noch eine andere Festung. Was sollte intakt bleiben? am besten... Was denkst du, ist kaputt gegangen? Am besten sollte nicht alles unter Lava stehen. Es steht nichts unter Lava, aber die Silberfische machen alles hin, wenn ich die weiter da lasse. Ja, keine Ahnung. Mach halt die Spawner weg, das ist mir jetzt egal. Ich kann die ja nicht deaktivieren, weil die nicht lichtbasiert sind. Ich habe heute ein unglaublich leckeres Tiramisu gegessen. Und ihr? Ich habe heute unglaublich leckeren Himbeertorte gegessen. Schon wieder? Himbeerkuchentorte. Himbeertorte. Ja klar. Meine Mutter hat gleich 2 gemacht, weil wenn du einen Boden, einen Biskuitboden machst, dann hast du ja gleich 2 Böden für 2 Torten, weil du ja in der Mitte durchschneidest. Mhm. Ist das denn der lauter Skelette? Also hat sie 2 Torten gemacht und eine Torte ist bei meinem Opa und die andere haben wir. Okay. Peter, hast du Slimes? Nein. Er hat einen Slime-Block, was ich weiß, und das war's. Warum hast du den Slime-Block gemacht? Weil ich ihn brauche. Kann man wieder zurücktun. Außerdem kann man wieder zurücktun. Hey, ich habe Diamanten gefunden. Ich glaube, irgendwann verkaufe ich Slimes oder so. Hier sind Diamanten in der Stronghold gewesen. Also wenn du dann genug Slimes findest, ja. Natürlich. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich so tief bin. So, mach Babys. Oh, vielen Dank. Ach man, dieser Livestream heute irgendwie. Noah ist schon wieder mit nicht zufrieden. Alter Vater, die Hühner leben schon wieder. Wenn wir auch zu Stronghold kommen, dann können wir es gemeinsam erkunden. Nein. Nein. Heute nicht, heute ist noch nicht gut. Ich hab gesagt, erkunden, nicht gleich zum Boss gehen. Ja, aber erkunden könnten wir es ja auch, wenn wir zum Boss gehen. Also halt dann, wenn wir wirklich dorthin gehen. So. Schon wieder ein Creeper. Okay, das Gras runtergewachsen, hammergeil. Da ist Gras unter die Sache gewachsen. Wieso sind hier immer so Creeper-Gangs? Ja, aber irgendwie finde ich, keine Ahnung, ich bin halt irgendwie nicht gut gelaunt. Was will der Silberfisch von mir? Liebe Harry, Liebe. Ich bin nicht Harry und ich bin nicht du. Oh, es ist Nacht. Ja, so. Ich habe die Bibliothek gefunden. So, fresst. Es gibt eigentlich in der Bibliothek so Bücher. Bücher! Woher wusste ich das? Bücher und Papier. Und ein Loch. Oh ja. Ja. Alles gibt's in der Bibliothek. Mein Arsch. Nein, das nicht. Oh, Noah. Oh, heute ist echt. Doch, Bücher. Ja, irgendwann muss ich einmal Bücher auch gleich sowas bringen, Bücher versteckt oder was. Sonst ist es langweilig. Es ist sowieso schon langweilig, deswegen. Ne. So.
Weil ihr mal auch nicht auf meine so Fragen vielleicht eingeht und. Welche Fragen? Die ich die ganze Zeit stelle und ihr eiskalt ignoriert. Weil ich sie nicht höre. Weil ich davon nichts mitkriege. Nein, weil welche Frage war es zum Beispiel? Was denkst du über die Politik in deinem Land? Kann ich nicht viel dazu sagen. Hast du Dragon gefragt und nicht mich? Also war ich da schon mal aus dem Spiel und Dragon hat gesagt, er kann nicht viel dazu sagen. Ich habe euch beide gefragt, aber zuerst wollte ich von Dragon hören, weil er vielleicht uns ein bisschen was über österreichische Politik erklären hätte können. Was soll da so viel Unterschied sein? Alter, oh. Keine Ahnung, euch geht's noch ein bisschen besser als Deutschland. Was? Politisch und wirtschaftlich. Aha. Ganz was Neues. Wirklich jetzt? Er schläft nicht, nur geht. Ich schlafe. Ich schlafe nicht. Es ist nicht immer ich. Besonders wenn ich als erstes in den Chat schreibe. Dafür schreibt man ja in den Chat. Wen liebst du wirklich? Bei Monsters nearby. Boah. Enderman zum Beispiel. Ihr ignoriert meine Frage einfach wieder, das ist immer schön. Ja, lass doch Dragon antworte doch mal. Auf was? Oh. Dragon, du kotzt mich heute an, ey. Heute? Ja, auf was? Ja, heute. Wenn ihr nicht ins Bett geht, bin ich auch dämlich. Ich bin im Bett! Ihr seid beide schon im Bett gewesen. Wen liebst du wirklich? Ach, das ich war schrei euch jetzt Frage. Noch ran. Ja, das keine war eine Ahnung. Neue Frage. Wenn ich ab jetzt schreie, dann ist es eine Frage. Okay. Creeper! Oh. Oder wie dürfen wir das dann auffassen? Nein, weil ich gerade was total Uninteressantes mache. Das ist keine Frage. Du Schnauze! Oh, Drake ist genauso verpeilt wie Tevi. Oh ja. Verpeilt? Ja. Verpeilt, hä? Was? Check ich nicht. Bitte, das Wort kenne ich nicht. Ist das so ein bayerischer Ausdruck oder was? Du kommst aus Österreich, du solltest so. Österreich, so, nicht Bayern. Wieso bekomme ich von Weizen die ganze Zeit Cobblestone? Das macht keinen Sinn. Was? Ja, ich bekomme die ganze Zeit Cobblestone von Weizen. Ich dachte, dass du das richtige Texture Pack verwendest. Das heißt Ressourcen Pack und ich bin halt noch ein Oldschool Player. Oldschool Player? Er ist ein Player. Ja, das auch. Und wie viele Frauenerfahrungen hattest du dann schon? Was heißt unter Frauenerfahrung? Vieles. Dann ja. Das hat jetzt irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr. Egal. Ja, weil du auch nicht, alter Vater, ey. Was ist der perfekte Ort für das erste Date? Park? Café? Park? Kaffee finde ich gut. Kaffee ist besser als Park. Das so eine Eisdiele im Sommer. Eisdiele sind auch gut. Na okay, nur wenn man 12 Jahre alt ist. Komm, ich geb dir ein Eis aus. Oh mein Gott, so viel gleich. Krass. Nicht sowas. So. Ich möchte Vanille. Wo es so Eisbecher gibt und sowas. Ja. Nicht so ein Eiswagen. Eiswagen. Mit Waffeleis. Irgend so eine Dönerbude. Kugel Vanille. Ja, ich habe mir schon erwartet, dass Kugel Vanille in der Waffe zu mitnehmen. Ja, am besten noch so eine Dönerbude. Okay, für TV wäre es wahrscheinlich das Bett. Hat das jetzt geschrieben oder was? Nee, aber ich habe es einfach mal geschätzt und es ist in gewissermaßen zweideutig. In gewissermaßen. Ja, jetzt nicht hundertprozentig. Ja, oh, das schaffe ich noch allein. Oh, das haben wir schon. Eins oder drei? Es ist Single. Alter, ich komme hier noch nicht mal raus. Was ist das?
What the fuck, bin ich nicht von hierher gekommen? Was sind die Fackeln denn? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich meine Hühner nicht weiter füttern sollte, sonst leckt das irgendwie hier irgendwann so krass. Sagen wir so, meine Kühe haben schon geschafft, dass ich rausfliege aus dem Server. Also sind deine Kühe da gar nichts dagegen? Ah, deine Hühner. Wie viele Kühe hast du? Schau mal, okay, jetzt sind es ungefähr 48 Hühner, das reicht. Wo sieht man denn die Anzahl von... Wenn du auf wenn du auf F3 drückst, die vierte Zeile, also erst Minecraft 1.8, dann 120 FPS, dann C und dann bei E steht's. Die 104? Was? Meinst du das 140 und sowas da, da steht? Hä, das ganz rechte oder das erste? Oder das... Hä? Da wo E, da, wo E steht. E Doppelpunkt und dann so viel von so viel. Also. Ach, das sind ja nur die, die man anschaut. Ja klar. Von. Ah, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Alter Vater, ich glaube die ganze Zeit auf Hühner drauf, aber es werden nicht weniger. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Ich glaube, ich will meine Farm dann doch etwas kompakter machen. So wie meine. Okay, also soll ich dir sagen, wie viele es sind bei mir mittlerweile sind? Wie viele? Warte, ich schaue gerade, ob ich... Das höchste war, glaube ich, 176, ja. Das höchste. Alter! Ich glaube gerade genau, die ganze Zeit nur auf Hühner drauf. Ja, mache ich jetzt auch. Erfahrung. Okay, ich gehe jetzt da rein. Mein Schwert ist kaputt. Oh nein. Ich glaub, das hat mich im Nether, wie ich im Nether erkundet habe. So, mal schauen, wie viel Fleisch habe ich gekriegt. Ja. Mehr als Stack. Okay, erstmal was essen. Alter, das also ich glaube, okay. Die Hühnerfarm abgehakt. Wolltest du nicht mal eine Monsterfarm machen? Ja, das ist alles, sind alles noch Projekte, die sind offen. Mein Gott, das ist hier gerade volles Gemetzel. Wie bereits gesagt, du kannst bei mir ruhig was verzaubern, aber das Lapis solltest du vielleicht selber. Hast du alle Bücherregale? Ja, ich habe sogar zu viele hingestellt. Okay, die kannst du in allgemeinen Enchantment-Raum tun. Das habe ich nicht gewusst, dass da einer steht. Beziehungsweise nicht dran gedacht. Aber du weißt jetzt schon, dass da einer steht. So, ich sollte vielleicht nicht da. Kannst du den Rest in den allgemeinen Enchantment-Raum tun? Ich habe schon alle reingestellt, aber okay. Ich habe genug Kühe, dass ich wieder welche mache. Also. Gut, gut, dass ich alle Hühner getötet habe. What the fuck, wie viel Kohle ist das? Alter, das sind immer noch 72 Stück. Alter, ich habe schon alle getötet. Alle? Warum alle? Ja, nicht alle. Ich habe 4 übrig gelassen und ich mache aber eine neue, eine komprimierte. Ach ja. That's right. Alter, da sind immer noch so viele Hühner. Okay, reduzieren. Boah, der Stream hängt die ganze Zeit. Das tut mir leid. Okay. Alter, der Projekt Hühner ist, glaube ich, gut bei unserem Laufen. Das war die beste Idee der Welt, da Hopper hinzumachen. Jetzt habe ich so viele Hühner und kann so viele Sachen farmen und machen und. Pete, du kennst dich eh so gut mit Redstone aus. Ja, bitte. Kannst du mir was basteln, was zuerst einen Piston ausfährt und dann sofort wieder einfährt und dann auch obendrauf genau dasselbe macht? Also, dass es zuerst was hochschiebt und dann gleich wieder runterschiebt. Weil ich bin zu blöd wie dafür, oder beziehungsweise hab nicht die. Ich kann mir das mal anschauen. Es soll einfach eine Reihe von Blöcken hochschieben und dann kurz danach wieder runterschieben. Okay, das sollte jetzt nicht so schwierig sein. Ich versuche mich mal dran. Weil ich will so eine automatische Kakaobohnenfarm da machen.
indem ich den Baumstamm hochschiebe. Ach so, du kannst doch einfach, du kannst doch einfach Wasser an allen vier Seiten runterlaufen lassen. Und? Das macht's auch weg. Ja, dann müsste ich jedes Mal hochkraxeln. Nein, du kannst ein Redstone-Signal da oben hin machen. Ja, ich würde es aber raufschieben und wieder runterschieben. Ist lustiger. Ja, meinetwegen. So, jetzt durch die. So, jetzt muss ich hier wieder mal rausfinden. Okay, ich mache jetzt meine Hühnerfarm total anders. Wie viel, so viel Monster. Leute, das Ding hat zwei Bibliotheken. Soll ich irgendwas mitnehmen? Oder alles liegen lassen? Lass flacken. Weil ich brauche Bücher nicht, außer sie sind verzaubert. Was anscheinend nicht der Fall ist. Hä, irgendwie funktioniert das hier nicht. Gib mir mal Signal aus. So, irgendwie funktioniert das hier nicht. What the f... Was habe ich gemacht? Okay, die nächste Frage. Ich bin gleich wieder da. Nein, ich okay. Muss hier, wenn ich hier was reinwerfe. Ah, da rein geht's auf jeden Fall, aber. Okay, das ist auch richtig. Ist der Wither dann eigentlich auch ein Gemeinschaftsaufnahme-Ding oder was der Wither dann? Ja, sicher. Okay. Beziehungsweise der erste, würde ich sagen. Also sollte ich den Nether-Stern, den ich jetzt habe, momentan verstecken? Ja. Das war ein Scherz, ich habe noch keinen Wither getötet. Ich habe erst dahin Wither-Schild. Okay. Ja, Creeper. Normalerweise, wenn doch irgendwas im Hopper ist, dann sendet das ein Signal aus, ne? Wenn es einen Comparator daneben stellt, ja. Ja. Man muss den auch nicht auf den anderen Modus umschalten. Nein, musst du nicht. Ja. So, ernsthaft, wo geht's hier raus? Wo bin ich reingekommen? Ich sag mal nicht da, wo es dunkel ist. Goldapfel. Den behalte ich mir gleich. Lol. Okay. Ich bin hier gerade in so eine Zelle reingegangen im Stronghold. Auf einmal steht hier ein Huhn. Geh aus dem verdammten Stronghold raus. Mann. Ich suche gerade einen Ausgang. Ich war gerade in der Höhle neben dem Stronghold. Hier ist ein Huhn. Warum gibt es denn kein Signal aus? Ich verstehe das gerade gar nicht. Ruhe. Ruhe. Ich bin einfach in so eine Zelle reingegangen, auf einmal steht ein Huhn neben der Tür. Ja, das ist bei mir auch bei meiner normalen Farm auch die ganze Zeit irgendwie. Das ist eine Stronghold. Wir dürfen ja gar schon. Also in die Richtung. Ja, dann ist es das Evil Chicken. Alter Vater, das kann doch gar nicht sein. Das komm ich echt mal vor. Verstehe ich nicht. What the fuck? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Maximale Verwirrung. Yay. Maximal! Okay, das war komisch. Die totale Verwirrung. Ja. Was, du hast so angefangen? Wenn ich jetzt den Comparator neben den Hopper stelle und hier was rein tue, hab ich ja wieder rausgeworfen. Dann gibt der ein Signal aus. Oder auch nicht. Wenn ich jetzt hier was rein tue. Bin ich jetzt hier. Doch, ich bin von hier gekommen. Stimmt schon. Sie könnten rein theoretisch eigentlich Banner in die Strongholds einführen. Das wäre mal cool. Wenn hier so ein paar Banner rumschweben würden. Stimmt. Das wäre cool. Es ist eine Stronghold, das würde Sinn machen. Ach so. Auch im Nether wird es Sinn machen.
Minuten oder die verbrennen wahrscheinlich. Wenn das mal. Ach so, wenn ich das nicht manuell da rein tue, dann geht das schon, okay. Wenn du manuell da nicht rein tust, wirst du. Den Manuel, was hast du gegen German Let's Play? Wer? Ich kenne keine deutschen YouTuber, lass mich. Krass. Kaskade. Das ist doch. Da muss ich das erstmal so reintun und dann. Was ist was? Was ist was? Wieso? Ja. Lol, irgendwo ist gerade eine Tür angeschlagen worden bei mir. Okay, ja, gut. Ich hierher gekommen wird? Ja. Ich dachte schon, ich spinne hier, das gibt's ja gar nicht. Okay, gut, jetzt hört's, funktioniert alles. Alles geht. Ja, ganz so. Raus. Alter, warum kommt das bei mir die ganze Zeit, diese Durchsage? Ja, der und der ist online. Das freut dich jetzt bestimmt. Oh. Ach, ich hab den gefunden, der mir die Tür niedergeschlagen hat. Perfekt. Okay, ja, gut, jetzt geht's. Und jetzt, wenn die Hühner da aufwachsen, wie das schon manche getan haben, dann legen sie hier Eier, die gehen in den Dispenser, der sendet, also beziehungsweise die gehen über den Trichter in den Dispenser, und wenn sie durch den Trichter gehen, sendet der Comparator ein Signal aus und befeuert den Dispenser, der feuert das Ei raus und dann passt alles. So, alle sind glücklich und zufrieden, bis an ihr Lebensende, bla bla, hopsasa. Okay, Hühnerfall gebaut. Die Schafe, wie geht's denen? Sind die alle wieder fit? Naja, okay. Ich hab 2/3 Stacks Hühnerfleisch. So. Okay, jetzt kann ich das hier auch abbauen. Gut. Perfekt. So will ich das doch sehen hier, Hammer. Hammer, wer da hämmert. Wer hämmert denn da? Die Margarine. Die Margarine? Ja. Margarine. Die eine aus Grons Let's Play. Mach mal ganz kurz, meine Tastatur ist schrecklich. Also sie gefällt mir zwar eigentlich, aber die rutscht ständig rum und sowas und dann geht dieses Teil da raus und. Naja, okay. Operation Hühnerfarm abgeschlossen. Hier fehlt nur noch ein Schild oder so. Und dann passt das, haben wir noch ein Schild? Nein, haben wir nicht. Eine Operation, das war eine ganze Operation. Doktor, wir konnten leider nichts mehr tun. Hey, warum sag ich nicht zum Doktor? Der war doch verantwortlich. Naja. Stimmt, ja. Warum bist du nur so bescheuert? Peter sich selbst verlässt. Warum bist du nur so bescheuert, Peter? Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. 9,95er tief über Island und ich stehe hier. Aber wie funktioniert sie noch in der 1.8 oder so? Nicht, dass ich sie jetzt einfach so gebaut habe. Dabei funktioniert sie gar nicht mehr in der 1.8. So. Ach, mein Unterwassertempel, das ist unglaublich. Ich brauche unbedingt mal so ein Unterwassertempel, dass ich Schwärme ruhen kann. Aber dafür brauche ich erst eine Silk Touch Spitzhacke, was weiß ich. Beziehungsweise, naja. Ja, was für eine Spitzhacke? Eine gute Silk Spitzhacke. Touch. Nein, Silk Touch eigentlich nicht, eine gute. Nee, generell gute Ausrüstung. Mein Gott, ich bin blöd. Peter denkt heute nicht. Ich denke heute nicht. Oh Na. Mein Gott. Oh mein Gott, ich hier. Also, ich okay. Ja, eigentlich schon immer, aber. Ach so, die schießen. Ah ja, es funktioniert. Okay. Man hört immer, wenn da irgendein Huhn kreischt, dann legt es, hat eins ein Ei gelegt, dann passt alles, okay. Wenn Huhn kreischt, hat es ein Ei gelegt. Wenn Huhn kreischt. Oder hat ein Ei gelegt. Oder wie? Bitte. Dann fängst du zum Jodeln an, oder wie? Oh, nee. Noah, jodel mal, du wohnst doch in fast in den Alpen. Kann ich, er wohnt fast in den Alpen.
Ich wohne in den Alpen. Das heißt, der sieht, wenn er beim Fenster ist. Ja, aber du wohnst jetzt nicht gerade auf der Zugspitze. Ja, klar, aber. Ist ja auch egal, trotzdem kannst du jodeln. Alter, da ist ja die ganze Zeit diese scheiß Durchsagen kommen. Ja, der und der ist online. Ja, Peter ist online. Dankeschön. Das weiß ich ja. Januar, ich spam dich jetzt zu, dass ich online bin. Was ist das? Entweder von Skype? Nein, von meinem Twitch Durchsageprogramm, das mir immer sagt, wenn irgendwer online ist. Aha. Ich würde mir ein anderes zulegen vielleicht. Es gibt kein anderes! Dann will ich das raustun. Aber nein, es ist praktisch im Prinzip. Ja, wenn es funktionieren würde, richtig. Tut's das nicht? Es funktioniert schon, aber nicht so wie ich sollte eigentlich sagen, wenn wer neu dazu kommt, nicht wenn nochmal, also nicht Leck. Jedes Mal, wenn irgendwer da ist. Peter ist am Lecken, mach was dagegen. Was? Dragon leckt bei mir. Ich leck bei dir, was? Ein bisschen, naja, jetzt geht's eigentlich wieder. So. Mann. Naja, Hühner. Naja, Nudeln. Okay, da ging allzu schnell durch das System. Das System akzeptiert deine. Okay. Da hat ein Hund. Das System akzeptiert deine Eier nicht, oder was wolltest du gerade sagen? Das okay, aber im Prinzip funktioniert's, das ist schon mal gut. Ist egal, Drain. Ich könnte hier noch eine Schalter anbringen. Jetzt bin ich hier reingekommen. Nein, du müsstest doch irgendwo ein Loch in der Decke sein. Okay. Ja, perfekt, funktioniert doch. Ich glaube, die Crafting-Box verstaue ich mal im Boden. Bin ich ja jetzt ernsthaft reingekommen. Hol mich halt neu hoch. Oder auch nicht. Ach, Manu. Also ich finde die Hühnerfarm jetzt irgendwie toll. Die mag ich, gefällt mir. Finde ich super. Ich sollte mal etwas näher ins Mikro gehen, sonst bin ich immer so leise und laut und laut und leise. Und leise und laut. Oh, Mann. Wusstet ihr schon, dass es ein Hotel gibt, das seine Kunden verklagen kann, wenn sie schlechte Bewertungen abgeben? Warum? Also so 500 Dollar, so, keine Ahnung. $500? Ja, und jetzt muss natürlich jeder 5 Sterne irgendwie hin tun, wenn oder gar nicht. Das ja, oder gar nicht. Nee, ich meine, wenn er was schreiben will. Aha. Und dann kommen so Kommentare, war vollkommen zufrieden, der Schimmelbefall war genau richtig. Also sie schreiben so richtig sarkastisch rein dann, oder? Sarkasmus ist mein Ding. Genau den richtigen Grad an Verdrecktheit. 5 Sternen weiter zu empfehlen und dann alles mögliche. Ja, also so kann man das auch ausnutzen. Aber Hauptsache 5 Sterne. Ja, klar. Auf welcher Titelseite wärst du gerne? Ich kenn nicht mein Magazin, also. Von Cosmopolitan. Ich gern von der Bravo. Oh ja. Von Justin Bieber aktuell, nee, die Zeitung gibt's gar nicht. Ja, die wäre dann wahrscheinlich auch die meistverkaufteste Zeitung der Welt. Meistverkaufteste. So, da hinten sieht man jetzt schon, wie da die Hühner drin sind. Da sieht man irgendwie den Gockel. Den Gockel! Den Gockelhänger da unten so dran. Den Gockelhänger, bitte. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, hier einen Turm zu bauen. Oder was auch immer das. Den Gockelhänger. Ich dachte gerade, es wäre eine gute Idee, hier einen Turm zu bauen, wo der Eingang ist und vergessen, wie ich okay. Der Noah lacht sich kaputt. Das ist so lustig. Ich weiß nicht warum. Manchmal bekomme ich einfach einen Lachflash, obwohl es total unnötig ist. Naja, okay. Damit muss ich leben. So, ich habe mir jetzt hier erstmal einen Jump'n'Run gebaut. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier runterkommen soll. Wie wär's mit einer Treppe? So. Ich stehe auf dem Turm, auf einem 1x1. Alter, das ist wirklich geil, das Design. Ich feiere das gerade. Welches Design? Von der Hühnerfarm, die ich gebaut habe. Schön. Kommst du dir nicht mal anschauen?
Nein, Disrespect. Mir geht's grad schwer. Maximum Disrespect. Ich sollte den Helm noch nicht, oder? Ja, ich zieh ihn schon an, doch. Egal. Kannst ihn ansonsten mit reparieren, wenn du willst. So. Tja, und wenn der ein Huhn da schlüpft, dann kommt das Ei dann raus und dann. Chibi leckt der Stream eigentlich immer noch. Ich weiß es nicht. Ich glaub, dich schon wieder eingeschlafen. Tibi ist eingeschlafen. Nein, Tibi. Ja, wurdest du zu langweilig mit der Hühnerfarm? Obwohl, es ging doch um so hotte Hühner. Ja, um hotte Hühner. Irgendwer ein Schild machen mit den Koordinaten. Was? Oder warte, ich schreib mal kurz rein. Rein? Ja, da circa. Circa? Schreib mal dann, wenn ich wieder. Peter sollte Hühnerfarm-Designer und kein Pilot werden. Das ist ja nicht mal mein Design. Ja, er ist voll der voll der. Ich hab's, Alter, jetzt ich hab's schon abgeguckt, weil wenn ich ein Design, wenn ich ein Design gemacht hätte, dann wär's nicht so toll gewesen. Beziehungsweise nicht so kompakt und dann hätte es nicht da reingepasst, weil hinter dieser Wand befindet sich ja direkt schon die Weizen und Kartoffel und Karotten und Netherwarzenfarm. Ach, das ist Netherwarzen? Nein, habe ich nicht, aber da werden welche hinkommen. Und deswegen hatte ich hier so wenig Platz und deswegen hat die Hühnerfarm so klein sein müssen. Und ja. Und ich hätte gemeint, ich mache beim Stronghold gleich so. Ist leider nicht mein Design. Warte mal. Kleiner Tipp, wenn wir dann zum Stronghold gehen, wir brauchen alle ein Boot. Okay. Boot. Okay, ich baue uns so eine Yacht. Ja, ich bin ja der Noah, ich muss ja eine Arche bauen. Ja, wir der Noah muss eine Arche Boot bauen. An die Gestelle machen. Klar, wir machen alles. Wir machen hier 1000 Folgen Terra. Für immer. Terra Forever. Wer dafür ist, schreibt jetzt Terra Forever ins TV. Genau. Lol, ich bin aus dem Boot gefallen. Ich wollte das im Chat schreiben und dann hat's mich rausgeschmissen. Dragon weiß nicht mal, wie man Terra schreibt, schreibt man Noah auch nicht. Schreibt man eben mit Großbuchstaben. Ja, weiß ich, wie man schreibt. Schnauze, ich hab den Namen erfunden. Du hast Forever erfunden, ja. Okay. So. Es ist gerade Mittag, oder? Hier, die sind fertig, die Hühnchen. Also die Hühnchen sind auch fertig. Hast du mit der Arche eigentlich schon angefangen? Noch. Nein, ich habe mit der Arche noch nicht angefangen. Nein, Boot, bleib da. Die Arche wird lustig bestimmt. Die muss aber groß werden, da müssen zwei Arten von jedem Tier raufpassen. Ich weiß. Ist es nicht recht groß. Also muss nicht so groß sein. Ja, naja, in Minecraft nicht, aber in echt schon. Ja, in echt schon. Terra 5 ever. Ja. Du musst natürlich was Besonderes draus machen, Tibi. Weil Tibi einfach was Besonderes ist. Nein, die sollte schon natürlich riesig sein. So ein bisschen wie so ein Öltanker von der Größe her. Natürlich etwas schöner. Jetzt übertreib nicht. Ja, okay, aber die sollte. Ja. Du hast ja deinen Ozean direkt vor der Tür. Da siehst du ja ungefähr welche Größenordnung, ne? Ja, genau. Hier ist ja genug Platz, ne? Ist ja Deep Ocean, da kann es auch schön Tiefgang haben. Aha. Ja. Also ja. Da passt schon eine ganze Flotte rein, ne? Ja, mehr als eine Flotte. Ja, nein, da passt nur ein einziges Boot rein. Ich baue doch da jetzt nicht so ein mickriges Ding, ey. Ja, stimmt, da passt nur eins rein. Wie kommst du da drauf? Ich hab vergessen, was ich brauchte. So, ich habe jetzt zwei Stacks Hühner. Hühnchenfleisch. Über drei Stacks habe ich. Du brauchtest Liebe und Zuneigung. Nein, die habe ich schon von niemandem. Tibi, möchtest du nennen? Januar. Oh, ich bin wie so alleine. Ich warte gerade drauf, dass es Nacht wird. Ist das? Ach, ist okay. Selbst Peter will mir in die Cave. Doch, ich will. Nein, willst du nicht? Ja, ich will. Nein, will ich schon nicht. Ich weiß es doch. Nee, warte mal, ich kann jetzt noch jetzt hier rein tun.
Peter, hast du ein Glas für mich? Ein Glas, ja, ich habe natürlich ein Glas für dich. Ich attackiert? Oh, ich hab dir eine Klingel gebaut. Die sind extrem Ding selten dann. Und die würden. Ding dong. Herein! Ja. Servus. Ich bin's, der Hacker. Hallo. Bitte? Ja, keine Ahnung, die greifen nicht an und haben rote Augen. Ja, rote Augen habe ich schon ein paar Hasen gefunden. Ja, eben, das ist eben das, die Sache, aber keine Ahnung. Das ist eine Anspielung. Ich weiß, was das eine Anspielung ist, aber auch wenn ich es nie gesehen habe. Was denn? Auf irgendeinem Film. Ah, okay, nein, okay, ich weiß genau welchen Film. Ja, und ich weiß, dass es irgendein Film ist. So, jetzt müssen wir nur noch warten. Im Laufe der Zeit wird hier aber hoffentlich Fleisch rauskommen. So. Hoffentlich. Hallo, ich warte eigentlich gerade nur drauf, dass es Nacht wird. Ach, das nackte Schaf, das schwimmt immer im Ozean rum. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ob es jemals da rauskommen wird. Keine Ahnung, was Peach schon wieder mit seinen Schafen anstellt und dann ins Wasser wirft. Ich werf meinen ganzen Müll ins Wasser. Er ist einfach ein verrückter Kerl. Nein, bin ich verrückt. Crazy. Crazy like hell. So crazy. Crazy ist alles. Crazy like hell. Hier ist alles crazy. Es erinnert mich an muy pretty. Muy piano, muy pretty. Wer ist muy pretty? Das ist Spanglish. Das ist wirklich eine Sprache. Also so ein Dialekt eigentlich. Da wird Englisch und Spanisch vermischt. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, heißt ja auch nur Spanglisch. Ja, und muy pretty ist auch irgendwie. Muy pretty. Kommt ans Finnisch dran. Jetzt müssen die Hühner nur noch wachsen. Wachsthühner, wachst. Wachshühner! Du musst ins Wachsmuseum gehen. Ich hab nichts gehört. In München. Gibt es in München das Wachshühner? Nein. Weiß ich nicht. Das wäre interessant, weil wenn nicht, dann wird's ja fehlen hier. So, hier sind Button. Wozu ist hier ein Button? James Button. Ha! Ist wirklich James? Benjamin Button. Ja, gestern kam der Film Benjamin Button, der ist jetzt im Fall. Kennst du den Peter? Ja, kenne ich. Habe ich nicht ganz gesehen, aber teilweise. Weißt du, was das Problem, ja, ich bei mir auch. Weißt du, was das Problem von dem Benjamin Button ist? Nein, was ist denn das Problem mit dem Benjamin Button? Er wurde alt geboren und wird jetzt immer jünger. Und stirbt dann als Baby. Genau. Nein, er verwandelt sich zurück in ein Samen. Achso. Er schlüpft wieder rein. Genau. Ey Mama, ich komm jetzt zurück, ne? Ich komm jetzt rein. Weil die ja nicht gestorben ist. So. Ja, der macht Grabschändungen und geht dann da unten und ja. Das ist eigentlich kein Spoiler, es ist gleich am Anfang vom Film. Spoiler. Okay. Schauen, ob da jetzt eine Hexe oder irgendwas spawnt. Oder ob ich nur von Creepern explodiert werde. So, jetzt müssen nur nochmal ein Hühnchen wachsen, das wäre sehr praktisch und dann geht's los. Ja, ein Slime ist gespawnt. Alter, Dragon, ganz du hast kleiner. So ein Glück. Du hast Wither-Köpfe und einen Kopf und du hast. Wow. Der kleine Slime hat jetzt durch dieses Stronghold gefunden. Vier Slime-Bälle fallen gelassen. Alter Vater Dragon. Der übertreibt gleich. Hier ist ein bisschen größeres Sumpfgebiet als bei uns. Also hier ist schon eher die Chance, dass hier mal. Welche Koordinaten ist es? 600. Oh je. Und minus 100 circa. Ja, obwohl geht schon noch. Es geht. Es ist nicht so weit weg. Okay, gut. Ich glaube, ich springe einfach nur noch rum. Ich habe das Tagesziel im Prinzip erreicht. Das war's mit hier Terra Livestream für heute. Bald sind Ferien, ich, was? Ich muss noch einen Strich in. Ja, Ende letzte Oktoberwoche sind bei uns Ferien. Hä? Nur? Echt? Ja. Letzte Oktoberwoche ist. Ich glaube, 24 ist das letzter Tag. Was zum Teufel redest du? So, heute war Stream 29. Nächstes Mal geht's weiter, vielleicht. Nee, 9:10 meine ich. Entschuldige bitte. Ja, das war's. Bis morgen. Oder keine Ahnung. Bis nächstes Mal trifft's immer gut. Und hoffentlich kommen hier bald mal ein paar Hühner-Items raus da.
Naja, Federn haben wir jetzt genug. Hühner Items. Wachst doch, wachst doch. Wachst, wachst, wachst. Okay. Gut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich bin's, der Joe. Achso, nee, bin ich nicht. Servus, Joe. Tschüss, würde ich sagen. Tschüss. Servus.